Hallo Karl. Hallo Fidel. Ich spreche mit dir als Teamender für das Projekt Anti-Anti, Prävention von Online-Radikalisierung. Und im Groben geht es in diesem kurzen Interview darum, wie aus deiner Erfahrung in dem Projektkontext und auch vielleicht darüber hinaus die Umstellung von Workshops, politischer Bildung ins Digitale funktioniert hat. Und leitet mit ein paar Leitfragen durch dieses Interview. Und ich würde dir gerne erstmal die Gelegenheit geben, dich kurz vorzustellen, vielleicht auch mit Bezug auf das Projekt. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Karl. Ich teame seit Beginn des Projekts Anti-Anti, freiberuflich für das Projekt. Genau, ich habe soziale Arbeit studiert, arbeite jetzt Teilzeit mit jugendlichen Geflüchteten noch und mache sonst relativ viel Bildungsarbeit für verschiedene Träger in den Bereichen Antidiskriminierung, speziell gegen Antisemitismus zum Beispiel. Und sonst habe ich einen Fokus auf die extreme Rechte in ihren verschiedenen Spielarten. Genau, seit 2018 haben wir im Projekt irgendwie verschiedenste Methoden zusammen ausprobiert, entwickelt, weiterentwickelt. Und ich freue mich immer sehr, mit euch zusammen zu teamen. Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Schön, dass du schon so lange dabei bist und alles mitbekommen hast. Und bei dem Stichwort alles mitbekommen, würde ich sagen, hast du auch mitbekommen, wie wir vom Präsenz ins Digitale gekommen sind. Und da würde ich gerne einfach mal ganz allgemein fragen, wie das für dich war, die Umstellung. Und ja, einfach deine Perspektive dazu. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich am Anfang ziemliche Widerstände hatte. Ich habe einfach seit Jahren in Präsenz Bildungsarbeit gemacht, in Schulklassen mit FSJ-Gruppen und so weiter. Und habe mich das erste halbe Jahr der Pandemie auf jeden Fall gesträubt, mich aufs Digitale einzulassen. Das hat sich dann geändert. Ich habe dann nach dem Sommer 2020 habe ich angefangen, so Argumentationstrainings bei einem anderen Träger online zu machen und dann gemerkt, ach, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Das kann man eigentlich, da gibt es auch coole Methoden und das kann man eigentlich teilweise ganz gut übertragen ins Internet. So dass wir dann ja auch bei Anti-Anti angefangen haben, eben unsere Inhalte umzubauen aufs Digitale. Mittlerweile, finde ich, haben wir da eigentlich ganz nice Konzepte entwickelt oder ganz schöne Konzepte entwickelt, die auch methodisch vielfältig sind und die irgendwie gut funktionieren mit Gruppen ab einem bestimmten Alter. Ja, das sehe ich auch so. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen im digitalen Arbeiten? Naja, eine Sache sind auf jeden Fall die Teilnehmenden selbst. Die sind halt, für die ist das ja auch ungewohnt, dass sie jetzt plötzlich mit einer Kamera im Internet irgendwie sprechen müssen. Und das finde ich selber immer recht herausfordernd, wenn die halt sehr zurückhaltend sind, wenn man einfach wenig mitkriegt, was sind so deren Reaktionen, finden die das gerade gut, was wir machen, oder langweilen die sich oder gucken die nebenbei YouTube so. Das ist halt schwierig, man kriegt einfach weniger mit, als wenn man in einem Stuhlkreis sitzt, sozusagen. Und es ist natürlich auch anstrengender. Man kann da halt keine 6 Stunden Tagesworkshops so leicht machen, weil es einfach schneller ermüdend wird. Ja, das ist gleich das nächste Stichwort. Kommunikation online. Ermüdung, hast du gesagt. Was sind da noch so Veränderungen, die dir aufgefallen sind in Interaktivität, Kommunikation in den Workshops? Naja, man hat halt viel weniger, man kriegt diese emotionale Ebene weniger mit, so ob Leute jetzt irgendwie, wie die halt reagieren mit Mimik, Gestik, Haltung. Das ist da alles wesentlich weniger ausgeprägt, sodass man dann teilweise auf andere Sachen zurückgreift, wie irgendwie Emojis oder diese Daumendinger oder irgendwie, auch wenn sich Leute melden wollen, das dann vielleicht eher im Chat macht, als dass Leute wirklich die Hand oben lassen und so. Also es ist einfach tastaturbasierter, würde ich sagen, die ganze Kommunikation. Ja, und was sind so Vorteile, wenn dir welche einfallen? Das ist jetzt erstmal eine offene Frage von digitalen Workshops. Ich finde schon, dass das auch Vorteile hat und ich merke, dass ich mich mittlerweile ganz wohlfühle, auch in diesen Online-Formaten. Einerseits, weil Leute halt aus verschiedensten Kontexten teilnehmen können und auch verschiedenen Städten sogar. Also es ist an sich nicht mehr so zentralisiert, auch wenn wir jetzt schon Workshops machen für Menschen aus Berlin hauptsächlich. Gibt es den Vorteil auf jeden Fall, dass einfach Leute sich von überall zuschalten können und ich teilweise auch in anderen Trägern mit Leuten teame,
die halt aus ganz anderen Städten kommen oder sowas. Genau, und dann, man hat auch natürlich andere Methoden zur Verfügung. Ja, genau, also diese digitale Infrastruktur, zumindest in meiner Erfahrung, bietet sehr viel Interkonnektivität und die Möglichkeit, über Links ganz schnell von A nach B zu springen, also so ein eigener digitaler Raum. Siehst du das als Vorteil, dass sozusagen die Konvergenz oder so die, ja, die Infrastruktur so nah beieinander liegt im Digitalen per Klick? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch als Vorteil. Also einerseits kann man so Sachen wie Videos und so viel direkter abspielen. Man hat nicht diesen Aufbau und dieses, okay, können jetzt alle was sehen, hat man einen Beamer, funktioniert der Sound, das ist alles per Struktur schon gegeben. Dann gibt es natürlich manche Methoden, so wie irgendwelche Online-Quizze, wo die Leute dann per Smartphone interagieren können oder sowas, was einfach auch sehr, sehr schnell funktioniert und wo die Leute die Technik einfach selber schon haben. Genau, und so auch der Zugang zum Beispiel zu irgendwelchen Sachen wie Instagram oder so, da müssen wir dann nicht mehr irgendwelche Padlets austeilen, um das möglich zu machen, sondern können die Leute einfach selber an ihren Endgeräten quasi direkt darauf zugreifen. Und dadurch ist das alles ein bisschen schneller. Ja. Okay, cool. Danke dafür. Dann lass uns mal den Übergang machen zu der Frage, was das mit politischer Bildung gemacht hat, also im Speziellen. Da ist es ja auch nochmal insofern besonders, da dass sensible Inhalte angesprochen werden, dass Gruppendynamik eine größere Rolle spielen, dass Diskussionen eine größere Rolle spielen. Wie ist deine Perspektive darauf, besonders mit Schwerpunkt politische Bildung? Ja, das ist natürlich immer ein Themenfeld, wo sensible Inhalte besprochen werden und wo ja Leute eben auch so einen sicheren Raum brauchen, wo sie sich dann öffnen können. Und das ist natürlich digital nicht so leicht herzustellen, so ein Setting, wo sich Leute wirklich wohlfühlen und sagen, ich möchte hier auch Erfahrungen teilen oder sowas. Aber tatsächlich hat das bisher auch oft ganz gut funktioniert, dass die Leute merken, okay, das ist irgendwie trotzdem ein wertschätzender Umgang. Und gerade wenn Leute halt Kameras anhaben, dann hat man auch trotzdem einen Bezug zueinander und redet dann nicht, erzählt sozusagen nicht so einen Haufen schwarzer Kacheln seine intimsten Erlebnisse. Also von daher kann das trotzdem gut funktionieren, finde ich. Und natürlich kriegt man jetzt auch nicht so die direkten Reaktionen mit, wenn jetzt Leute betroffen sind von bestimmten Sachen oder Leute, die besonders sich davon angesprochen fühlen. Das kann problematisch werden, aber ich habe es bisher noch nicht so mitbekommen, ne, im Feedback oder so, dass das dann irgendwie als sehr, sehr schwierig wahrgenommen wurde, sondern es ging eigentlich immer ganz, ganz gut bisher. Okay. Geht ihr mit Themen oder gehst du in deinen Workshops, die du durchführst, mit sensiblen Themen anders um, im Vornherein der Planung? Also versuchst du, dich da zurückzunehmen oder ist es parallel zu Analog-Workshops und die Reaktionen sind möglicherweise anders? Also jetzt zum Beispiel Abfrage von persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, ich gehe damit eigentlich recht ähnlich um und das Internet bietet da auch einen Vorteil, dass man Sachen anonymisierter machen kann teilweise, dass man einfach Positionierungen oder auch Umfragen oder sowas, dass sich die Leute nicht melden müssen, sondern dass man das methodisch so machen kann, dass es halt erstmal einfach nur die Stimmung und die Erlebnisse in der Gruppe abbildet und wenn die Leute wollen, können sie was dazu sagen, aber wenn jetzt nur zwei Leute eine Antwort so und so benannt haben, müssen die sich quasi auch nicht outen und auch wir wissen ja nicht, wer das war. Von daher bietet das sogar auch ein Stück weit mehr Anonymität und ich habe den Eindruck, dass Leute durch bestimmte technische Tools auch mehr partizipieren in solchen Umfragen, weil sie sich eben nicht so nicht so outen müssen. Denkst du, dass Gruppendynamik nicht dadurch verändert haben? Zum Beispiel, dass diejenigen, die sonst in Präsenzworkshops sehr laut sind oder raumeinnehmend, diesen Raum nicht so einnehmen und ein Raum entsteht für diejenigen, die das in diesen Kontexten nicht wären? Und inwieweit sind Diskussionen verändert worden, dadurch, dass sie auf Zoom oder anderen Plattformen stattfinden? Also Beteiligung ist da so die Stichwort. Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, Gruppendynamik entsteht halt weniger, weil eben Teile der Gruppendynamik, die sonst entstehen, sind ja auch sowas wie Pausengespräche oder irgendwie Quatsch, den man untereinander macht, der jetzt einfach wegfällt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass auch andere Leute dann vielleicht mehr teilnehmen und sich mehr beteiligen, ja, weil sie eben andere Möglichkeiten haben oder weil man eben auch Sachen
zum Beispiel auf so Brainstorming, auf solchen Pads oder sowas, da können einfach alle reinschreiben und man wird dabei auch, wie gesagt, auch nicht beobachtet, wer da jetzt was schreibt und so. Von daher glaube ich, dass da auch Leute teilweise mehr partizipieren, als sie sonst machen würden in einem Präsenzworkshop. Aber es ist unterschiedlich. Ich glaube, auch für manche ist dieses Medium überhaupt nicht zugänglich und die ziehen es dann halt mehr zurück. Und wenn du so darüber nachdenkst, wie Jugendliche sich verhalten in den Workshops und auch was sie zurückmelden, besonders nach Workshops oder auch zwischendurch mal, hast du den Eindruck, dass sie damit gut umgehen können oder was kriegst du so für Rückmeldungen genau über diesen Punkt Digitalisierung, digitale Angebote, wo sie alleine im Raum sitzen? Also wir kriegen meistens ganz gute Rückmeldungen tatsächlich, auch in Abgrenzung zu anderen Erlebnissen, die die online teilweise machen, weil sie sagen, es ist irgendwie trotzdem abwechslungsreich, es gibt irgendwie spannende Methoden und es ist jetzt nicht nur so ein 3 Stunden Input auf per Kamera sozusagen. Also ich glaube, wenn man sich da Zeit nimmt und das irgendwie abwechslungsreich und interaktiv gestaltet, dann funktioniert das ganz gut. Kriegst du mit, dass Jugendliche sagen, wir können nicht darauf warten oder wir warten einfach nur darauf, dass es wieder zurück in Präsenz geht? In Kontexten Freiwilligendienste oder Schule und wir sind genervt davon, wir sind müde davon, immer auf Zoom zu sein. So das oder gibt es auch andere Stimmen? Ja, ich glaube schon, dass sich die Jugendlichen das sehr viel wünschen. Also das habe ich in den letzten Workshops in FSJ-Gruppen auch mitbekommen, dass die eigentlich Lust hätten, sich halt zu treffen, dass die auch, wie gesagt, eben in den Pausen und so weiter Freundschaften knüpfen wollen und sich einfach kennenlernen. Das findet halt total wenig statt. Also in so Gruppen, die länger miteinander arbeiten, ist online, glaube ich, nicht so super oder nicht kein Ersatz sozusagen. Ne? Also ich glaube, so diese ganze Bindung und so, das fällt alles weg. Und ja, auch, dass sie dann 4 oder 5 Tage die Woche vor einem Rechner sitzen und sich mit Inhalten befassen, das ist schon erstaunlich, dass sie das überhaupt so lange durchhalten, finde ich. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie viel lieber Lust hätten, sich halt irgendwo draußen zu treffen oder in einem Raum. Und ja, das auf jeden Fall. Und du ganz persönlich, wenn du jetzt per Fingerschnipp sagen könntest, es geht zurück zur Präsenz, würdest du ja sagen und wieder zurück zum Alten? Jein, also ich glaube, ich mag Präsenzseminare sehr gerne und ich habe auch wieder Lust darauf, dass man sich begegnet und dass man mit anderen Visualisierungen und mit anderen Methoden arbeiten kann, sich mehr bewegt und so. Auf jeden Fall, für mich persönlich, ich mag online Seminare und ich glaube, ich würde auch in Zukunft immer mal wieder welche anbieten. Ich glaube auch, dass sich das etablieren wird, sodass einfach die Vorteile digitaler Bildung, die es ja jetzt gibt und die Zugänge, die Leute mittlerweile entwickelt haben, das wird, glaube ich, weiter bestehen. Und es ist dann halt auch eine geringere Hürde für Leute, sich auch vielleicht auf einen Nachmittag oder Abend nochmal für 2, 3 Stunden irgendwo einzuloggen, als jetzt noch diese Wege zu haben und vielleicht die sozialen Hürden, die es da so gibt. Also ich glaube, ich würde so teils machen, wenn es. Ich hoffe, es geht bald wieder zurück. Sehe aber auch Vorteile an dem digitalen Format. Okay. Ja, das ist eigentlich die Frage, die ich auch noch stellen wollte, nämlich welche positiven Veränderungen sollen bleiben? Du hast jetzt schon welche genannt. Fällt dir dazu noch mehr ein? Das war jetzt schon sehr ausführlich. Fällt dir dazu noch was ein? Also was von dem im letzten Jahr entwickelten, umgestellten sollte bleiben? Deiner Meinung nach, was gefällt dir? Ich meine, wir als Anti-Anti hatten ja auch vorher schon den Anspruch, viel mit medialen Sachen zu arbeiten. Wir haben ja auch vorher schon Instagram-Recherchen gemacht, zum Beispiel auf Plattformen oder auf Accounts der Neuen Rechten zum Beispiel und haben uns das angeguckt. Normalerweise teilen wir dazu halt immer iPads aus und lassen die Leute halt recherchieren und jetzt machen wir das eben so am Computer. Also den Fokus würde ich mir auf jeden Fall weiter beibehalten, einfach zu gucken, was passiert eigentlich im digitalen Raum, weil das auch ja für uns einfach ein großer Fokus ist, zu schauen, wo findet Radikalisierung statt, was ist mit Hate Speech, wie kann man damit umgehen. Und das eignet sich natürlich sehr gut, das dann auch mit Hilfe von Computern, Smartphones und so weiter zu machen, sodass wir das wahrscheinlich auch weiter einfach einbauen werden in unsere Präsenzworkshops. Mhm. Denke ich auch. Ja. Was war dein persönlich wichtigstes Learning in der Pandemie, wenn du eins hast? Ein Learning? Also Learning im Kontext von digital arbeiten. Ich glaube einfach
die verschiedensten Methoden, die es da so gibt. Also da habe ich mir mittlerweile einen ganz guten Katalog drauf geschafft von Positionierungsübungen, Padlets, Quizzen, Kleingruppenarbeiten, dass das einfach auch ganz gut funktioniert und dass Sachen übertragbar sind, ein Stück weit aus dem Offline-Kontext. Wolltest du jetzt auch inhaltlich noch was, wenn dir was Neues gelernt ist? Wenn dir was einfällt, sehr gerne. Es ging ja ganz viel um die Coronavirus-Pandemie und die war auch der Anstoß dafür, dass überhaupt diese ganze Umstellung stattgefunden hat und war gegebenenfalls ein bisschen dominant manchmal thematisch und hat andere Themen überlagert. Deswegen vielleicht nochmal die Frage, inwiefern konnten unsere wirklichen inhaltlichen Punkte in dem Projekt trotzdem weiter gut behandelt werden vor diesem Hintergrund? Ja, das stimmt. Also es gab natürlich aufgrund der Pandemie eine krasse Radikalisierung von Leuten oder zutage treten von Verschwörungsdenken zum Beispiel, was auch vorher schon da war, aber was vorher nicht so laut und nicht so präsent war und auch nicht so viral sich verbreitet hat, würde ich sagen. Und ich glaube, es war cool, gut und wichtig, dass wir mit dem Projekt darauf reagiert haben, dass wir auch gesagt haben, wir wollen auf diese neue Entwicklung eingehen und wir wollen aber eben auch Bezüge herstellen zu den Themen, die wir sowieso schon behandeln. Also sei es Antisemitismus, sei es extreme Rechte, die wir ja vorher behandelt haben und die eben auch viele Schnittstellen und Schnittpunkte haben mit Verschwörungsdenken und mit diesen Corona-Demos zum Beispiel. Von daher fand ich, wir sind da sehr nah am Puls der Zeit und haben eigentlich da ganz, ganz gut drauf reagieren können. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir eben unsere anderen Themen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir nicht nur noch über Verschwörungsdenken reden, weil es eben auch eine extreme Rechte gibt, die unabhängig davon mobilisiert und sich organisiert. Und dass wir da eben auch weiterschauen, was passiert da eigentlich und wie drückt sich das aus. Letzte Frage. Wie sieht das neue Normale aus? Du hast vorher schon ein bisschen darüber gesprochen. Wir machen jetzt den Wrap-up. Wie wird das neue Normal aussehen von politischer Bildung im Digitalen? Was denkst du? Das ist eine gute Frage. Ich kann einfach noch gar nicht abschätzen, wie lange das jetzt noch so gehen wird, wann wir vielleicht wieder Sachen in Präsenz machen können oder nicht. Und ich vermute, es wird einfach eine Mischung werden. Ich glaube, wir werden viele Sachen mitnehmen, die wir uns erarbeitet haben. Und die Vorteile von zum Beispiel diesen Abfragen und dieser Anonymität oder so auch teilweise vielleicht in Online-Sachen in Präsenz-Sachen mit einbringen. Das können wir schauen, wie wir das umsetzen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde jetzt noch mal ein paar Punkte wiederholen, die mir besonders aufgefallen sind. Dass wir die einfach nochmal so zusammenfassend behandeln, auch wiederholen, ist auch okay. Du hast vorher erwähnt, dass der Vorteil oder ein Vorteil von digitalen Angeboten ist, dass Menschen aus verschiedenen Orten zusammenkommen können und keine Anfahrtswege da sind. Vielleicht magst du es einfach nochmal wiederholen. Also stell die Frage einfach nochmal, was ist als Positives hängen geblieben oder was sind positive Effekte von Digitalisierung oder Übertragung ins Digitale in Workshop-Kontexten? Ja, zum einen ist das halt, dass Leute eben kürzere Anfahrtswege haben, dass Leute aus verschiedenen Bundesländern zusammen sich mit Themen befassen können und dass es einfach weniger Hürden gibt, so dass jeder Mensch mit einem digitalen Endgerät quasi daran teilnehmen kann. Dann ein anderer Punkt, das meinte ich. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, da ging es um Methoden, dass einfach viele Methoden neu entstanden sind, und da einfach eine neue Vielfalt entstanden ist, die auch darüber hinaus bleiben wird. Wie stelle ich das denn nochmal? Ja, das ist vielleicht nochmal die gleiche Frage. Also was ist positiv hängen geblieben? Was hat sich Positives entwickelt, sagen wir so, in der Zeit, was auch bleiben wird? Ja, ich denke, es haben sich einfach viele neue Methoden herauskristallisiert, mit denen man eben digital arbeiten kann und Gruppenprozesse nochmal anders gestalten kann. Seien das jetzt der Zugang zu Videos, die man als Diskussionsgrundlage nehmen kann, verschiedene Formen von Quizzes und Umfragen oder auch Recherchen in den sozialen Medien, die man jetzt eben sehr, sehr einfach und sehr, sehr nah an den Leuten machen kann. Genau, aber auch sowas wie Positionierungsübungen zum Beispiel kann man digital eigentlich wunderbar übertragen aus dem Analogen. Super.
Danke. Karl, ich bin am Ende meiner Leitfragen angekommen. Vielen Dank für das Interview. Danke dir.